Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte auf dem Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, wir machen weiter mit Silageballpressen. Was wir nun gleich fertig haben werden. Ne? Ja, fertig haben werden, ist gut, ne? Was nun gleich fertig sein wird. Und auf Feld Nummer 21 wird Mohn ausgesät. Und dann sind wir durch mit der groben Feldarbeit. Wir werden mal gleich die Ballen einsammeln und die Kühe sind auch aktuell versorgt. Da ist kein Stress. Wir können ein bisschen Holz verkaufen und die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Der ist fertig. Entschuldigung. Ja, nicht fertig. Ja, der hat noch vier Bahnen. Ja. Ist aber auch gut. Okay, nicht so tragisch. Der andere ist noch nicht fertig mit der Sämaschine. So, was wollte ich? Jetzt können wir ein bisschen Holz machen. Und das ist jetzt alles, was wir machen können. Eine Stumpenfräse können wir noch anschaffen. So. Auch mit ihr. Ach, den einen sieht liegen. Wahnsinn. Wird er gesägt. Ich meine, Sägewerk wollte ich auch noch machen. Aber, da hat man mal gucken, eine Karte. Land. Das ist eine Fläche, wenn ich alles täusche, diese hier. Wo das Sägewerk reinpassen würde. Das machen wir erst, wenn wir wirklich nichts zu tun haben. Das heißt, noch kaum oder nicht. Denn das bringt ja nichts, wenn wir das kaufen. Und wir müssen Holz vor Ernte bezahlen. Miete. Noch haben wir keinen. Das heißt, das wäre Blödsinn. Ich glaube zwar nicht, dass die morgen schon alle erntereif sind, die Felder. Ein paar verloren oder hinten dran. Würde ich gar nicht sehen. Wenn man Säge weg und rein. So. Wahnsinn, 6.000 wieder. Ja, kommt mit was zusammen. Bisschen Geld verdienen können wir immer noch.
Da kommen wir nicht durch. Hier durch die hohle Gasse. Und dann geht es hier zum Sammeln. Ups. Hey. Der will nicht, das ist typisch. Hier müssen wir aufpassen. Seitenwechsel. Hat mal geklappt. Wechselwede Seite. Ups. Das ist typisch. Aber einen würde ich ganz gern verlieren. Aber Laden mal einstellen. Und einer ist fertig. Ich habe noch Zeit. Das wird der mit der Rundballen sein. Ups. Waschen, reparieren und einstellen. Ja, sieht auch gut aus. Ein bisschen hat er noch. Könnten wir einen zweiten nehmen, ne? Traktor halt nehmen. Reparieren wir deine hier. Wenn wir mal eine Sämaschine nehmen, dann können wir nächstes Feld auch fertig machen. Dann haben wir zur nächsten Aufnahmesession die Ernte vor uns. Also der Plan ist jetzt Sägewerk. Palettenproduktion. Ab nächstes die Brauerei. Dann werden wir halt zum nächsten Jahr Hopfen anpflanzen. Aber Raps ist okay, oder? Ölrettich ist Quatsch. Krass. Der kann noch Hopfen, dann machen wir Hopfen. Ein bisschen auf Lager haben. Falls es dann losgeht, können wir gleich produzieren. Wäre ja blöd, wenn wir nicht machen würden, ne? Auf jeden Fall brauchen wir Produktion einen großen Wasserbehälter. Ein LKW mit Anhänger Wasser. So. 27 ist ein bisschen eng. Da müssen wir viel nacharbeiten. Aber gut, das ist okay. Ich kann zum LKW laufen. Weil die sind nicht am Weg.
Aber meistens ist ja so der Fall, das, was man nicht braucht, kriegt man, ne? So, da können wir gleich zum BGH fahren. Weil mehr kriegen wir ja nicht einmal. Wenn dich da anmachen, ne? Bisschen Ton her vom LKW. Kann nicht gerade ausfahren. Ja, das Sackgasse. Lauen wir nach vorne ab, separat. Auch ein bisschen länger. Das kann auch verschieben. Ach so. Also mit O nach vorne und K nach zurück. Aber lass mal stehen. Weil Biogas. Meine Farm. Der braucht noch 24 Stunden. Ja, mir eh klar. Weil die Zeit läuft ja halt ganz langsam, ne? Das ist nahezu perfekt. Bleiben wir ganz vorsichtig. Kümmern wir uns Feld Nummer 21. Ja, das ist fast fertig. Da können wir gleich nacharbeiten. Lohnt sich Holz nicht mehr. Obwohl, dann meldet er sich ja, ne? Festmachen und ab durch die Mitte, halbwegs gut durchkommen. Können wir die Forstarbeiten am Fell an den anderen Dings schon mal ins Auge fassen. Nächste Woche abholzen und Sägewerk aufbauen. Aber auch entsprechend hier aufforsten. Stumpenfräse nehmen. Ja, fahren wir hier lang. Einige dampft hoch und das ist dann schwierig. Ups. Ich fahre wieder da durch, wollte nicht durchfahren. So. Mal schauen. Links.
Oh, siehste. Haben wir ein paar Euro verdient, ne? Festmachen. Und geht eigentlich nur noch rauf. Nacharbeit. Schauen wir mal, ob wir düngen müssen. Mal schauen. Aber das können wir gleich morgen machen. So, ist ja schon mal die erste Ecke fertig gemacht. Und dann können wir gleich den nächsten Acker noch erledigen. Sieht im Großen und Ganzen gut aus. So, stimmt in der nächsten Ecke, und da ist der Schatten von den Dings da. Ah, da ist schon zwei. Die Runde lasse ich mal so. Das ist nicht mehr tragisch. Eben da hin und dann da. Hoch das Teil. Da ist hier so ein ganz komischer Fleck. Aber muss einen anderen Grund haben. Das ist mir schon öfter aufgefallen, dass die Stelle hat eben einen komischen Fleck. Aber wie gesagt, das ist ja nur optisch. Also bei der Ernte nichts zu sehen, so was anderes ist. Oder was fehlen würde. So, werden wir gleich hier Umstrauf hopfen, weil dann können wir da gleich drüben helfen. So, naja, mit Z, ne? Dinkel, Weizen, Gerste, Kartoffeln, Zuckerrüben, Raps, Hafer, Baumwolle, das Quatsch, Karotte. Hopfen, aber wenn wir eh einklappen, weil dann kommen wir nicht durch. Wir haben noch ganz gut hingekriegt hier. So. Hier ist es wichtig, dass wir mal sehen, dass wir die Ecken gleich nacharbeiten. Das kommt ja sowieso. So. Hopfen brauchen wir wahrscheinlich, dass wir uns sicher haben, was haben. Wird nicht alles komplett reichen, aber immerhin. Das war im Grunde nicht realistisch, Hopfen wird so nicht gearbeitet.
Aber gut. Und dann denken, dass man auch nicht so einfach ist, ne? Das wird ja auch nicht so in Massen angebaut, also so, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, mein Abo oder ein Like. Ich sage mal danke. Das verursacht keine Kosten und keine Verpflichtungen. Soll jeder frei entscheiden, was er möchte. Dann seid mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns noch heute zur zweiten Folge. Ciao.